Weiter geht's mit Endless Space 2 Let's Play Together mit dem Baum-Imperium von Gru. Ja, heute mit der Mission Rettet Auriga. Und Action-Ratte mit seinen versteckten Grottenolmen. Ich werde mich hier um Deki kümmern, damit du es nachher besiedeln kannst. Also der Schemenchor, um präzise genau. zu sein. Genau. Und ich, die Wolters, die mehr auf Defensivkurs gehen. Ja, da hatten wir gerade einen neuen Gedankengang. Aber bevor wir weiter verfolgen, würde ich erstmal alle bitten zu schauen bei ihren Quests. Und zwar die Hauptquest, die Fraktionsquest sozusagen, die in verschiedene Kapitel sich gliedert. Ob ihr da die Ziele weiterverfolgen könnt, forcieren könnt. Denn das Verfolgen der Hauptquestline von einer Fraktion gibt doch immer wieder nette Belohnungen. Das sollten wir forcieren. Das habe ich persönlich zum Beispiel ein bisschen außer Acht gelassen. Also ich könnte theoretisch die Hellraiser-Torpedos bekommen. Zum Beispiel. Und das ist bei dieser Kapitelquest, ja? Was muss genau. man praktisch erfüllen für... Ich soll das Piratenversteck auf Kuma zerstören. Du sollst es zerstören? Ja. Das existiert ja gar nicht mehr. Gibt's da, wird da nicht eins gespawnt dann für die Quest? Als die Quest praktisch aktiviert wurde, gab es dieses Kuma-System noch. Also ich glaube, wir haben damit mit dieser Übung dir die Möglichkeit genommen, deine Quest... Ja, ist ein bisschen out of date, glaube ich. Das ist ganz schlecht. Ja, ich nehme an, Action-Ratte, du hast das System hier bereinigt, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Nee, ich habe da keine Refugien, gar nichts. Da ist dein Ranken drumherum. Ja, wo ist denn das Piratensystem geblieben auf Kuma? Das weiß ich nicht. Also ich sehe es jetzt hier gerade gar nicht mehr. Ist weg. Wird das nicht für die Quest dann gespawnt für mich extra? Ja, oder es war da, als die Quest kam. Aha. Aber jetzt sehe ich es nicht mehr. Wo ist das hin? Dann könnte ja wirklich ich es auch gewesen sein. Stimmt auch wieder. Ich hatte eine Flotte bei Lupus postiert. Die könnte es eventuell gewesen sein. Du hattest beabsichtigt, das Piratensystem zu entfernen, aber hast du es auch gemacht? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass du einen Bodenkampf gegen die Piraten geführt hast. Aber scheint so zu sein, ne? Das ist ja schon mal ganz schlecht. Ja. Für seine Hauptquestline. Das ist natürlich sehr traurig. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, alles klar. Vielleicht spawnt ja nochmal ein Piratenversteck, da was du ausradieren kannst, aber im Moment sieht es schlecht aus, ne? Okay. Wir schaffen es auch hier wirklich. Jeden Spaß zu nehmen, ich weiß. Super. Nein, kein Problem. Schön, dass es jetzt angekommen. Ich bin das Leiden jetzt gewohnt inzwischen hier. Mann, das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, okay, der andere Gedankengang war der, wenn du mal auf deine Schiffsdesigns gehst, weiß ich, irgendein anderes Schiff mal auswählst, die sind ja markiert mit so einem Schwertsymbol, und dann auf Bearbeiten gehst. Moment, ich bin gerade noch im anderen Design. Yep. Okay, Schiffsdesign, ja. Ja, von einem Angriffsschiff und dann auf die Unterstützungsmodule gehst. Ich bin mir nicht sicher, hast du schon Landekapseln? Im Englischen heißen die Boarding Pots? Oh, Moment, war gerade ziemlich laut hier. Ich habe... Nein, die habe ich noch nicht. Oh. Eine Spezialübung, sag ich mal, gerade für die Wolters. Die sollte ich dann schnell erforschen, ne? Die wären einfache Landekapseln, die wären Militärbaum. Und zwar in dem dritten Ring, von der Mitte aus links, die zweite Technologie. Militärbaum. Ich gebe mal den Suchbegriff ein. Dritter Ring. Moment. Landekapsel, ja, kannst du machen. Ah, ich hab sie. Genau, und die wären definitiv interessant für dich, weil du damit gegnerische Schiffe entern kannst. Und gerade wenn wir jetzt wie beim Auriga-System die Situation haben, dass diese Riskenbornen Flotte Bodenkampf startet, dann ist ihr sämtliches Personal in dem System auf dem Planeten, um den Bodenkampf zu führen. Das heißt, ihre Schiffe sind mehr oder weniger unbemannt. Ach so. Und wenn du dann mit einer Flotte kommst, die Boarding Pods hat, also Landekapseln, ja. Dann gibt es auch Upgrades,
Ja, dann kannst du diese Schiffe übernehmen. Im Optimalfall, wenn die dich nicht vorher vom Himmel holen, aus dem Weltall schießen. Immer. Kann ich die auf kleinen Schiffen installieren oder nur auf mittleren? Auf allen Angriffsschiffen, soweit ich weiß. Vielleicht sogar, ich glaube sogar auf Verteidigungsschiffen. Moment. Also, und wenn du dann auch entsprechend Schilder hast gegen, oder eben halt verbesserten Rumpf, also je nachdem, ob die andere Flotte kinetische Waffen hat oder Laserwaffen, schwerpunkttechnisch, dann federst du damit den Schaden ab und in der Zwischenzeit können deine Landekapseln andocken an die Schiffe, die gegnerischen, und können die entern. Und danach gehören dir dann die Schiffe oder auch die gesamte Flotte. Aha, das ist, klingt interessant. Auf jeden Fall wollte, spannend ist, ja. Ja, ich wollte auch einen mittleren Koordinator bauen, die fand ich immer ganz gut zur Abwehr. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Soll ich die zuvor oder als danach erforschen dann? Das kannst du dir selber zurechtlegen, wie du es richtig hältst. Moment, ich guck mal, wie lange die dauern. Ich probiere auch mal die Landekapseln aus, mal sehen, wie die sind. Nachmacher. Das ist auch bei den Voltas, ich meine, das Geniale, falls jetzt eins ihrer Systeme irgendwo belagert wird auf der ganzen Karte, hier auf der Weltraumkarte, und sie haben da, wo die Flotte steht, im eigenen System so ein Portal und auch ein Portal da, wo die Belagerung stattfindet von einer gegnerischen Flotte. Ja, dann können die einfach hinporten mit dieser spezialisierten Flotte, die nur auf Entern spezialisiert ist, und können die gegnerische Flotte komplett ausnehmen. Ne? Also absolut genial. Stimmt. Achso, ich sollte ja einen Leviathan bauen, ne? Einen Economic. Ja, hast du ja doch schon in der Bauschleife, oder nicht? Moment, gute Frage. Es kam mir so viel Meldung, ich weiß gar nicht, ob ich das... Genau, der ist in einer Runde fertig. Alles klar. Ist perfekt. Und wenn diese andere Technologie noch fertig ist, mit den erweiterten Modulen, ja. Dann kannst du das Schiff nochmal upgraden. Ja, mache ich dann. Und du hast dann deutlich mehr Wirtschaftsleistungskraft, was ja auch gut ist, wenn du Schiffe bauen möchtest, oder was auch Also immer. Der bringt diesen Fitz-Bonus, ne? Alle Ressourcen. Genau. Alle Deutsch vier. Heißt Rinde, Wissenschaft, Industrie, Nahrung, Dust, Einfluss. Genau, alle fünf. Fitz oder Fitzi, I dann hinten noch für Influence. Genau, Fitzi oder Winde. Genau. Winde wird ja selten verwendet. Ja, das ist eben halt Deutsch. Also die fünf Hauptressourcen quasi. Ja. Und wenn du da eine Steigerung von 25% hast oder 50% für dein gesamtes System, ist das schon enorm. Allerdings. Du siehst übrigens auch, wenn du auf den Militärstatus, also oben F5, wie auch immer, das Flottensymbol da, das Schiffssymbol klickst, siehst du links unten, wie viel Leviathane du derzeit hast und wie viel du maximal haben kannst. Ja, 0 von 1. Aber da kommt ja gleich einer. Wenn du rüber gehst, dann siehst du auch im Tooltip, also bei 0 von 1, was du machen müsstest, um weitere Leviathane freizuschalten. Genau, das Leviathan-Limit erhöhen. Genau. Ja gut, ich baue jetzt erstmal den ersten und dann werde ich meinen mittleren Koordinator bauen. Ja. Und ja, eins nach dem anderen. Genau. Und dann werde ich die Landekapseln auf meine Schiffe einbauen. Macht auf jeden Fall Sinn. In dieser Situation, wo die kein oder kaum Personal haben. Ja. Aber gut, okay, den Bodenangriff haben sie noch nicht eingeleitet. Also müsste man noch warten, bis sie den Bodenangriff einleiten. Also ja, das wird nicht mehr lange dauern, aber ich denke, es wird noch nicht mehr lange dauern, bis ich dann vielleicht mit meiner Flotte dann, ja, 3-4 Züge maximal, aber gucken wir mal. Ich dachte, es ist auch nur ein Planet, Auriga, also ist jetzt auch nicht so dramatisch, sollten sie dieses System erobern. Ja. Zumal ich das auch ziemlich schnell wieder zurückerobern könnte, denke ich. Wenn meine Flottenkomposition das hält, was ich mir davon verspreche. Ich überlege gerade, geschichtliches Zentrum Auriga, ob ich das bauen sollte. Dauert 8 Runden, ziemlich lange. Oh. Was kannst du denn? Bringt mehr Einfluss, jede Menge. Ah. Einfluss ist gut, da kannst du mehr Verträge abschließen. Ja, allerdings überlege ich gerade, ob ich vorher noch Dust fördere und den Schutzausbau auf Hamal, dem Hauptsystem. Vielleicht sinnvoller erstmal. Ja, schiebe ich mal ein. Dauert ja auch nicht lange. Naja. Okay. Was sagt denn deine Dust-Produktion aktuell? Einflussproduktion, Entschuldigung. Ja, -3. Es tut schon Not. Okay, gut.
Dann bräuchte ich dir keine Wissenschaftsvereinbarung anbieten, weil die kostet auch Einfluss jede Runde. Mhm. Wollen wir eine tauschen, Co? Wir haben alle Vereinbarungen, die wir machen können. Oder was meinst du? Achso. Eine Wissenschaftsvereinbarung, haben wir schon eine? Ich bilde mir ein, ja. Nee, haben wir nicht. Nur wir nicht, sollen wir machen? Ja. Okay, biet's an. Ein Handelsabkommen haben wir schon. Mann. Das hab ich gar nicht weitergeguckt. Ich hatte extra gerade nachgeschaut, aber ist mir offensichtlich durch die Lappen gegangen. Also das System Alcoin ist ja neu. Sollte ich jetzt erstmal alle Planeten kolonisieren am schnellsten? Ja, ne? Ja, wenn es machbar ist. Du kannst natürlich auch gucken, dass du erstmal deine Wirtschaftskraft erhöhst. Hab ich schon ein bisschen, ja. Also Industrie meine ich jetzt in dem Fall. Xenoindustrie, genau. Denn dann geht auch alles andere schneller, ne? Was du danach baust oder beabsichtigst. Ich kurbel erstmal die Wirtschaft an, genau. Und dein Nahrungseinkommen, kann ich dir nicht sagen, wie es aussieht zurzeit? Das sieht wahrscheinlich traurig aus. Auf dem System jetzt? Auf dem Planeten, du hast da nur einen. Wo ist Arktisch? Ja, das geht. 61. Ja, dann dauert es im Schnitt 2,5 Runden, bis du einen neuen Bürger bekommst. Ja, ich hatte ja Verstärkung geschickt, aber die werden ja, ich weiß nicht, ob die alle ankommen, ne? War das ja. Ach so, ja. Das werden wir dann sehen, ob da ein Nachschub kommt irgendwann. Schauen wir mal. Aber ich hatte nur eine Zerstört-Meldung bisher bekommen. Okay. Könnte noch Hoffnung bestehen. Genau, und wir haben Frieden mit dem Horatio-Imperium. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Also der Frieden war erzwungen von dir, ne? Jupp. Genau. So, was liegt an? Außer den Ohren. Gute Frage. Ich glaube... könnte theoretisch in die nächste Runde. Aber nur theoretisch. Achso, na das. Dann mach mal. Dein Zug. Okay. Ich mach. Oh, ich darf noch hacken. Ja, ich hab's geahnt. Wenn ich schon sag, nächste Runde. Ja, genau, jetzt braucht mal wieder ein bisschen Hacking-Expertise. Also ich habe eine Hacking-Operation frei, habe allerdings nicht mehr so viel Bandbreite, nämlich nur noch 25. Ja, was könnte ich tun? Oder soll ich das erstmal auslassen, jetzt einen neuen Hack zu starten? Brauchst du eigentlich momentan noch nicht, würde ich sagen. Was meinst du, Gro? Keine Ahnung, du bist der Experte. Also ich denke, ich habe so viel Bandbreite gerade. Ich warte erstmal den Hack auf Otero ab, das dauert 5 Runden. Zu viel Bandbreite, zu wenig meinst du? Zu wenig frei, genau. Okay. Genau. Ja. Ja, ich glaube, das macht keinen Sinn gerade. Dann ignorieren. Ja. Den Zug beenden. Ich hack gerade hier so die rissgeborenen Systeme. Gruß in dem Fall zum Beispiel, um schon mal auf dem Weg zu sein, möglicherweise nachher dann eine Bodeninvasion zu starten, nachdem ich ihn seine Flotte vernichtet habe, so ist der Plan. Dann kann man nämlich diese Störbefehle als Hack durchsetzen und die ermöglichen dem Gegner dann bei einer Bodeninvasion nur eine Option zur Verteidigung, und das ist eine sehr schlechte Taktik bei Bodenkämpfen entsprechend. Also ich belagere jetzt gerade Deki, glaube ich heißt das System, ne? In einem Zug hat das System wieder niemandem. Dann kann das ist gut, das Argonauts ist gut, ja. Besiedeln, wenn er lustig ist. Das gleich ist sehr gut. Sehr gut. Kannst du gleich gucken. Meine Flotte auf dich ist wirklich nichts Verlass. Nichts Besonderes, eine frisch zusammengebastelte. Auf dich ist wirklich Verlass. Die ich alle in einem Zug bauen können. Ja, ich weiß, das war sehr knapp. Ich habe gerade hier diese Phantombomber-Quest. Der Horatio, dem ich übrigens zum Frieden gezwungen habe, ist immer noch so ein bisschen feindselig irgendwie. Und er meldet gerade, also soll es nun Frieden sein? Kurios und kurioser. Oh, wie sie Horatio mit ihrer ungeschickten Realpolitik faszinieren. Ja. Wann ist der Horatio? Ich habe gerade die Fotobomber, sorry, Quest reinbekommen. Sollte man der nachgehen? Ja. Kuriositäten untersuchen, ja, ne? Also ich mach das ja. So, wo ich rankomme, muss man erkunden eben halt. Kuriositäten. Ja, genau. Anti-Held, genau.
Hackeball, was kann das? Okay. Hackebeil. Also, das heißt, die Waffe, die man freischaltet, wenn man am meisten, wenn man die ganzen Kuriositäten als erster erforscht hat. Ja, alle Kuriositäten hast du. Was? Zähl nicht. Zähl keine Geschichten. Zählt hier doch ein Questverlauf. Ich werde angegriffen. Seht hier eine Quest Anti-Held der 1000 Gesichter. Ich werde von der großen Flotte der Rissgeborenen angegriffen. Oh. Wo ist sie? Oh. In Lupus. Ah, ich wollte doch meine Heldin eigentlich wegschicken. Oh, Mann. Ach, der hat Flotte die Belagerung abziehen abgebrochen soll. Bei mir, ja? Bitte? Dann zieh dich zurück. Die hat die Belagerung bei mir abgebrochen, finde ich. Genau. Halt. Ich hätte meine Flotte nicht abziehen dürfen, wa? Ja, wahrscheinlich war das der Grund. Genau, ja, genau. Na gut, er kann ja nicht wissen, dass da meine Flotte ist. Ach ja. Kann er schon, wenn er Module hat, dann ja. Also gut, ich habe nur eine Option, Rückzug. Module hat er keine dafür. Das weißt du, ja? Muss meine Heldin auf jeden Fall retten mit Rückzug. Definitiv. Mann, jetzt brauche ich wieder Hyperium, ey. Okay, was passiert als nächstes? Brauchst du wieder Hyperium? Ich kann dir wieder was schicken. Ich könnte jetzt was kaufen, ist nicht so teuer. Ah, okay, gut. Wo ist denn meine Heldin? Mein Leviathan ist fertig. Muss ich da irgendwas tun? Der Leviathan steht jetzt in deinem System, oder? Ja. Der steht und im System, ja. Und, links zeigt es ja an, dass du ein Portal hast und rechts einen Rahmen vom System. Genau. Wenn du übergehst, siehst du, was es dir bringt. Plus 30. Sag mal, hast du nicht diese neue Technologie erforscht, die den Leviathan mehr Module erlaubt? Ich habe den gerade nochmal retrofittet und alles klar soweit. Du musst auch die Module auch vorher reinpacken, ne? Hab ich doch. Was? Plus 30 ist voll wenig. Moment, ich schau nochmal. Der war schon retrofitted, upgraded. Ich habe drei Ressourcenmodule drin. Ja, warum und die nur sind drei? Ja, es passt nicht mehr rein gerade vorhin. Ja, geh mal auf nur wie heißt das? Auf Hilfsmodule? Module eben halt, Hilfsmodule, genau. Ja, genau. Und dann müsst ihr die ja alle anzeigen und es sollten nicht nur drei sein. Ich habe momentan nur drei. Also für diese Ressourcenmodule frei. Und die sind alle belegt. Die Unterstützungsmodule, die sind alle drei nur und die sind alle belegt? Was? Ja, drei Stück. Und du hast die Technologie erforscht? Diese Erweiterung, die muss ich noch erforschen, denke ich. Einsatzflexibilität, davon rede ich. Du hast doch gerade gesagt, du hast sie erforscht. Nein, ich habe gesagt, ich habe den Leviathan am Start jetzt. Das habe ich gesagt. Missverständnis. Ja, schau mal nochmal nach, wo deine Einsatzflexibilität ist, weil du sagtest, letzte Runde, sie brauchen nur noch eine Runde, die Forschung. Nein, die brauche ich jetzt noch zwei Runden. Zwei Runden. Okay, alles klar. Weil es Missverständnis. Okay. Dann macht das alles Sinn. Alles im grünen Bereich, so. Aber ich muss meine Heldin retten. Das ist nicht im grünen Bereich. Und wo ist sie denn? Die ist im Auriga-System. Sie ist nach Auriga geflohen. Das muss ich natürlich. Ja. Und sie ist natürlich 50% angeschlagen. Dann schick sie mal vielleicht nach Leda schon mal, 75012 in die Richtung. Genau, und dann zurück zum Heimatsystem. Damit der Reichweite ist von dem, von dem Rissgeborenen. Hinstellen, obwohl das bringt auch nichts. Sollte ich damit ins Heimatsystem zurück? Weiß ich nicht, wenn er da auch hinfliegt, ist schlecht, ne? Ich kann es nicht sagen, wo er jetzt auf dem Weg ist mit seiner Flotte. Ja, weiß ich auch nicht. Was sein Plan ist, ist die Frage. Ich schau mal, klar. Wo ist denn der? Tja, keine Sicht, oder? Nee, der ist gerade verschwunden. Naja, verschwunden nicht. Du bist verschwunden. Du hast dich doch gezogen, deswegen. Ja, ich habe keine Sicht, genau. Keine Infos. Tja, okay, erstmal weg auf jeden Fall. Kann ich was tun, um mein Heimatsystem oder Lupus zu schützen? Also Bodendefense, ne? Wäre eine Variante, aber wir wissen ja noch gar nicht, was er vorhat. Außerdem ist jetzt meine Flotte auf dem Weg. Wenn ich weiß, wo er ist, dann krieg ich davon Platz. Aber ein Portal sollte ich in Lupus jetzt bauen, ne? Kann nicht verkehrt sein. Dauert auch nur eine Runde, es geht. Ja. Tochterunternehmen baue ich, genau. Apropos Wirtschaft. Genau. Ich kann auf Stufe 3 modernisieren. Deine Systemaufwertung. Genau, mehr Einfluss, das ist gut. Wenn du genug Ressourcen hast und die dann vielleicht nachgeliefert werden.
Ja, ja, plus 3, da kann ich Einfluss steigern. Das ist ja bei Handel und Ressourcen, ne? Wo so ein langer Balken drunter ist, so ein Strich, da kriegst du auf jeden Fall überhaupt Nachschub. Aha, okay. Und die Ressourcen, die Luxusressourcen, die du hast, wo du gar keinen Nachschub kriegst, die haben eben halt nicht diesen langen Strich. Ach so, stimmt, war mir noch nie aufgefallen. Der Balken sagt das ja auch, genau. Man lernt immer dazu, okay, ne? Dachte, jetzt wieder was er eh schon weiß, oder? Manche Details fallen einem gar nicht auf, ne? Und jetzt, wo du es sagst? Ja, so ist es. Also man lernt nie aus bei dem Spiel. Sieht man leider am Marktbildschirm dann wiederum nicht so. Da musst du echt übergehen über jede einzelne Ressource. Aber Übersicht bei Handel und Ressourcen, da siehst du dann, wo du überhaupt Nachschub von bekommst. Also ich würde sagen, ich nehme Einflusssteigerung und Bodenpersonalsteigerung, ne? Wenn du davon genug Nachschub hast? Ja, Moment. Plus 9, ja, auf jeden Fall. Naja, das ist eben halt immer das Ding, ne? Wenn man nachher nicht genug Nachschub kriegt, dann hat Nee, das ist das, was am meisten reinkommt. Sich festgelegt auf dieses System auf Aufwertung und kann die auch nicht mehr ändern. Oder Blaukäppling plus 60 Wissenschaft. Ist auch nicht schlecht. Da kriege ich auch jede Menge rein. Ja. Aber Einfluss brauche ich nötiger. Na, was hast du denn bei Systemstufe 1 gemacht? Mehr Bodenpersonal. Oder Modernisierung auf Stufe 2, so. Mehr Bodenpersonal, genau, dann könnte ich im Prinzip. Kannst du darauf verzichten jetzt in Zukunft, würde ich sagen. Addiert sich ja dann immer, oder? Die neuen Modernisierungen addieren sich zu der vorhergehenden, ja. Genau, ja, dann mache ich das, okay. Dann brauche ich ja kein Personal mehr. Ach, überhaupt nicht. Du hast ja auch noch. Deine Rasse bringt es ja schon mit sich, ne? Plus die Nebenrasse, die Nebenfraktion, die du von Anfang an hast, die bringen ja auch alle immer auf Bodenkampf übelste Boni. Also da bist du jetzt versorgt. Das würde ich komplett geistig abschließen. Also Einfluss und Wissenschaft nehme ich. Und das hört sich vernünftig an, ja. Gro, kann ich dies? Brauchst du das Mega Entaktogen? Was ist das denn? Dieses Blatt da als Luxusressource, das ist so als Blattsymbol. Brauchst du das oder kann ich das haben? Lupus. Boah, es wäre schon cool, wenn ich das hätte, weil ich brauche ja noch Luxusressourcen, um meine Systeme auch aufzustufen. Ich kann es gegen meine Luxusressourcen tauschen. Ja, ich brauche 3 verschiedene und wenn du siehst, sieht schlecht aus. Also brauchst du. Ach, schade, ich könnte es nämlich auch gebrauchen für meine Aufwertung. Ja, verstehe ich, aber. Ja, das ist kein Ding. Dann ist kein Ding. V-Test, das kostet nicht viel, das ist eine Stufe 3 Luxusressource. Da braucht man nicht viel für dieses Thema Aufwertung. Vielleicht. Nee, hab ich schon geguckt, sonst hätte ich dich nicht gefragt. Ah, okay. Aber wieso? Da gibt's 64, ne? Amiantoid. Oh, echt? Oh, die hab ich übersehen. 64. Ach nee, hier, da gibt es noch 4 Stück. Achso, war nicht. Achso, Meta-Enktaktogen, stimmt. Genau, ja, die hier. Gerade verwechselt. Also sind die sau teuer. Nicht genug Kohle. Nicht so wild. Ich gehe einmal auf Proto-Orchideen und dann wollte ich eine von den höherstufigen auch haben, wie zum Beispiel Meta-Entaktogen. Wobei ich dann noch mein Einkommen irgendwie erhöhen müsste. Mal schauen. Ja, die brauche ich nämlich, um meine Einflussproduktion noch ein Stück weiter zu erhöhen. Mhm. Aber meine Standardproduktion liegt schon bei. Naja, okay, 300 ist auch nicht. Durch die Welt, aber ist okay. So. Würde erstmal reichen. Egal, dann überlege ich erst. Hab ich noch Zeit. Ich muss jetzt hier erstmal diesen Rissgeborenen finden mit meiner Flotte und wegmachen. So ist der Plan, aber ich weiß echt nicht, wo die sind. Die können ja nur bei Kuma sein. Weil Lupus in Hamal und in Argos würden wir es ja sehen. Kuma müsstest du doch eigentlich auch sehen, weil du da deine Ranken hast. Nee, ich glaube nicht unbedingt. Ich habe da kein System. Ich weiß nicht. Sonst würde ich noch vermuten, das schwarze Loch oder der Weltraumnebel da oben. Der zusammenbrechende Stern. Ja, wir gucken mal, irgendwann wird er ja wieder auftauchen. Genau. So, ich glaube, ich guck mal eben, wo meine Argus hier ist. Dann werde ich mal direkt einen Kurs auf ihn nehmen. Der muss auf jeden Fall Flotten abziehen, wenn ich sein Hauptsystem belagere. Sollte ich meinen Leviathan auf Bewachen stellen? Ja, kannst du machen. Alle Flotten, die dann da passieren wollen, die werden dann angehalten. Mhm. Die werden dann angehalten, sich friedlich zu verhalten. Ja, hast du ähnlich. Vielleicht musst du da auch abhauen, falls er wirklich mit seiner wirklichen großen Flotte da kommt. Aber wie gesagt, Hilfe naht. Also ich bin auf dem Weg. Auch wenn man mich nicht sieht.
Oh, wenn man die Antitan-Technologie nicht hat, sieht man mich noch nicht. Also ich bin mit meiner Heldin jetzt auf Leder. Sollte ich da verharren erstmal? Ja, ich würde da erstmal kurz bleiben. Oder du haust sogar noch weiter ab nach oben, nach Ikima. Ja, stimmt. Ich bin nämlich angeschlagen. Noch so ein Angriff, dann bin ich vernichtet. Richtig. Wenn du nach Ikima gehst, sollte eigentlich einigermaßen safe sein. Genau. Weil die Flotte haben wir bisher nicht auftauchen sehen. Ja, ich bin schon drüben. Dank deiner Weltraumranken. Ja. Nee, eigentlich glaube ich, ist es eher das Wurmloch, oder? Du hast doch die Wurmloch-Technologie. War das ein Wurmloch? Ja, die dicken weißen Linien sind Wurmlöcher. Ach ja, stimmt, alles klar. Also ich denke mal eher, dass du wahrscheinlich das Wurmloch benutzt haben wirst, aber... Okay. Also die dicken weißen sind Wurmlöcher, da wird auch drüber gehandelt, ne? Von den Handelslinien dann, ne? Auch das, ja. Das Einzige, wo es gar keinen Sinn macht, irgendwie eine Handelsposten zu unterhalten, ob es ein Tochterunternehmen ist oder ein Hauptsitz, das sind die Knoten, sag ich mal, die außerhalb der Sternlinien und der Wurmlöcher liegen, also die nicht verbunden sind mit dem eigentlichen Rankennetz. Das ist vergebene Liebesmühe, weil die können nicht handeln. Abseits der Sternrouten. So, ich habe jetzt 9078 Energieangriff und 6307 Verteidigung. Also ich denke mal, mit meiner Flotte, ich denke mal, da können wir was machen. Wenn wir seine Flotte irgendwo wieder auftun, wo auch immer sie gerade ist. Mhm. Und dann kann sich der Argonaut hier um Deki kümmern. Im nächsten Zug ist das System heimatlos. Heimatlos. Ja, ich gucke gerade, wo meine Argus hier ist. Ausgehungert. Ja. Es gehört zwar mir, weil ich dann Refugium habe, aber das kann ja euch egal sein. Mhm, klar. Da wollte ich nochmal ein Refugium draufbauen. Argusie. Dann werde ich nächste Runde Frieden erzwingen mit dem Sofern, oder? Können wir machen, ja, ist eine gute Idee. Damit du uns nicht blöde kommen kannst. Da funkt er mir nicht dazwischen. Gute Idee. Da ist sie. Ja, wo ist die Argosie, genau? Die ist auf dem Weg. Ah, da unten. Ja, ich sehe es. Moment. Ja, wo ist sie eigentlich? Wo ist denn Deki? Wo ist denn Deki? Na oben, da willst du hinschicken. Unter Heka. Die brauchen noch einen Moment. Ich habe den Kurs eigentlich gesetzt. Benutzt sie wahrscheinlich Wurmlöcher dann, ne? Oder? Ist möglich. Es dauert noch 4 Runden. Ach so, ja. Langsam. Okay, so langsam spielen wir, alles klar. Könnte man theoretisch nicht die Argus hier auch mit einem Tarnmodul ausstatten? Rein theoretisch. Ja, aber dann hätte sie weniger Bewegung. Ja, das ist dann ein unsichtbares Portal irgendwann. Mhm. Später vielleicht, ja. Kein vor allem hat der noch nicht annähernd die Technologie, um dieses Portal klar. Zu mit der Argosie. Ja, das war jetzt eine grobe Idee halt. Ja, für später auf jeden Fall. Um unseren Gegnern dann den Gnadenstoß zu versetzen, dann machen wir das. Richtig. Gut. Oh, ja, stimmt. So, jetzt freue ich mich erstmal darauf, wo ist die Flotte von ihm? Tja. Ich brauche Dust. Für eine Handvoll Dust tue ich alles. Wenn du was brauchst, Bescheid sagen. Ich kann dir ein bisschen was geben. Ja, ich kurbel es wieder an. Ich musste gerade meine Flotte reparieren. Das war sehr teuer, weil die ja... angeschlagen war. Du kannst auch warten und dann regeneriert sie sich von alleine. Ja, es war mir ein bisschen heikel irgendwie. Okay, alles klar. Ja, du willst ja deine Heldin nicht verlieren. Genau. Heldenschiff auch repariert? Alles. Ja, das weiß ich nicht. Bist du dir sicher? Wenn du jetzt auf deine Flotte gehst, klickst... Moment, das war die Argosie, die wurde ja auch angegriffen. Ich hatte die Argosie repariert, das war so teuer. Ah genau. Ja, genau. So sieht's aus. Wollte gerade sagen. Ich kann ja gar nicht reparieren, weil ich nicht zu Hause bin. Ist egal, du bist in einem Allianz-Partnergebiet. Moment, ich hatte gerade geschaut, da konnte ich nicht reparieren, aber ich schaue nochmal. Es muss funktionieren. Ich schaue nochmal. Ein freundliches System, die Klima. Ja, ich hatte mich auch gewundert, aber es ging vorhin gerade nicht. Ja, vielleicht hast du nicht die Ressourcen gehabt. So, wo ist jetzt deine Flotte? Ich sehe sie immer noch nicht. Die Rissgeborenen, meinst du? Ja.
Sind die über Lupus abgehauen nach Akamar? Tja, ich weiß auch nicht. Die sind verschwunden. Oh, den nicht. Ja, wie gesagt, wenn du auf deine Flotte gehst, also mit deiner Heldin, mit Petrov Jutka. Ja, mach ich gleich. Ja, sag mir Bescheid, wenn du willst. Ich mach dir aber was anderes. Ich sollte dann auch noch Kuriositäten da entdecken. Wo war denn das? Na, da, wo die pulsierenden weißen Ringe sind in der Regel. Ja, ich schau mal gerade. Daneben. Da unten, da komme ich nicht hin. Ach so, wegen der Quest, meinst du? Ja. Genau. Ziemlich weit verstreut. Rissgeborenen, ja, ist zu gefährlich. Aha. Die sind alle entweder zu weit weg oder im rissgeborenen Land. Das ist schade. Dangerous. Ziemlich dangerous. Nee, hat im Moment keinen Zweck. Und dann noch angeschlagen, das geht nicht. So, ich bin mit meiner Heldin, Petrov Jutka. Ja, Linksklick auf die Flotte hast du gemacht. Ja, und hab nicht das Reparatursymbol. Ja. Ach so, weil ich so wenig Dust habe, das würde 2000... Ja, hab ich doch gesagt, wenn du die Ressourcen dann nicht, wenn du die Ressourcen nicht hast. Ja, deswegen brauche ich ja Dust. Nur ausgegrot. Ich muss mal eben auf den Markt gehen, Moment. Ich bin gleich wieder da. Ja, du musst sie nicht. Lass sie da einfach fahren, die regenerieren sich die Schiffe, dadurch wird es immer billiger und am Ende den Rest machst du dann einfach, sobald wieder die Luft rein ist, ja, damit wir dieses rissgeborenen Flottenmonster neutralisiert haben. Mhm. Kannst du ja immer noch kaufen. Also, ja, ich schau mal gerade. Besser? Nein, ich schau mal gerade, was ich eh loswerden muss. Loswerden muss? Ja, was sich lohnt. Oh, das lohnt sich. Amiantoid. Krieg ich plus 3 rein, da könnte ich mal so ein paar Dinger raushauen. Ich schicke jetzt meine Ranken los, die sollen jetzt mal gucken. Meine Rankenflotte. Wo sich das miese Stück Rissgeborenenflotte rumtreibt. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, die haben sich verdünnisiert oder so. Wohin? Ja, das ist vielleicht in ihre. Na, über Akamar, über das Wurmloch von Lupus nach Akamar und dann wieder in ihren Bereich, ich weiß es nicht. Mhm. Kann sein, kann sein. Ja, aber wahrscheinlich, ne? Ja. Wir schauen mal, was er sonst so für diplomatische Beziehungen zu anderen hat. Vielleicht erklärt das einiges. Nö, er hat nur Krieg mit uns dreien. Nur, genau. Bei den Sochern erzwinge ich jetzt den Frieden, ist das richtig? Ist die Kolonie weg schon? Ja, die Kolonie ist weg. Obwohl, nee, noch nicht. Wenn er wieder eine Kolonie drauf gründet, dann kann ich nichts dagegen machen. Wir warten erst mal, bis der Argonaut seine Kolonie da gegründet hat. Ja, nicht, dass er zu uns den Krieg noch drei Züge, eben, genau. Drei Züge brauche ich, eben, noch. Genau. Drei Züge brauche ich noch. Mhm. Okay. Ich habe meine Flotte da übrigens wieder getarnt, falls auch die dumme Idee kommen sollte, da irgendwas machen zu wollen. So, jetzt wollte ich trotzdem noch mal kurz... Achso, Argonaut, wenn du wieder gerade mal nichts zu tun hast, ja? Zeit, weil ich wollte dir da eigentlich die ganze Zeit was zeigen. Ja, kannst du machen. Wo ich nicht weiß, ob es jetzt schon... Moment. Da ist eine Kuriosität, die könnte ich eventuell erwischen, da ist noch keiner. Moment. Alles gut, kein Stress. Ist nur wieder so ein Gedanke, wo ich nicht weiß, weißt du das, weißt du es nicht? Okay, ich bin jetzt aufnahmebereit. Okay, und zwar wenn du Linksklick machst du eben halt auf deine Flotte oben bei Ikima. Die Heldin, genau. Richtig. Linksklick einmal auf, dann hast du ja rechts dieses Porträt von der Heldin, ne? Neben dem, ja, genau. Schiff. Da klickst du einmal links drauf und dann müsste sich eigentlich das Heldenschiff hochschieben. Ja, tut es. Und wenn du da links drauf klickst, kannst du dieses Schiff separat reparieren. Ach, separat reparieren. Ah. Richtig, richtig. Das kann ich mir leisten. Ja, das wäre natürlich ein guter Tipp. Ich glaube, das werde ich auch tun. Du kannst auch jedes einzelne Schiff natürlich anklicken und separat reparieren, geht ja, auch klar. Alles. Ja, klar. Aber nee, dass man da auch ab und zu mal guckt, weil manchmal, weiß ich nicht, ist das Heldenschiff übelst beschädigt oder nur das Heldenschiff. Man sieht es aber nicht auf den ersten Blick, sondern erst, wenn man einmal links klickt, ach so, auf ja. Dass man dann überhaupt sieht, ach so, ist mit dem Schiff nicht in Ordnung. Ja, ging mir manchmal so, deswegen... Ja, stimmt, ist ein guter Tipp. Ich überlege gerade 600 Dust, ob ich das tue für 600 Dust. Das wäre ungefähr die Hälfte meines Guthabens. Ja, also auf jeden Fall kann die dann nicht sterben. Sollte nochmal ein Rückzug notwendig sein. Ja, ich tue es. Also das heißt, sterben tut sie ja eh nicht. Sie ist ja dann nur verwundet, kommt wieder zurück in die Akademie. Und ist aber sie kann dann locker nochmal fliehen.
Ja, definitiv. Zwar sind die Schiffe dann futsch, aber die Helden... Ja, okay, das wäre nicht so tragisch, aber guter Tipp, genau. Ja, das sind immer so ein paar Kleinigkeiten, die fallen mir jetzt auch immer nicht so aus dem Stegreif ein, sondern wenn dann nur situationsbezogen. Ich bedenke so, ah, könnte man nochmal erwähnen, vielleicht gibt es da eine Wissenslücke. Ja, ich hatte die Funktion schon mal gesehen, aber ja, man denkt doch nicht mehr dran. Ja, das ist so, man hat nicht immer alles vom geistigen Auge, ja. Genau. Wo ist diese Flotte hin, ey? Ich könnte jetzt natürlich auch Gruß angreifen, obwohl, da warte ich mal auf ein Heck. Über dann Heck zu laufen, habe ich ein Heck nach Gruß zu laufen? Ja, in zwei Runden. Perfekt. Dann würde ich einen Bodenkampf auf Gruß einleiten. Aha. Ja, eigentlich schon im Hintergrund, dass du es dann kolonisierst, aber du bist ja gerade mit deiner Argosy auf dem Weg nach Diggi. Ja, das stimmt. Warten wir also erstmal ab. Ja, ich wäre dann soweit, glaube ich. Ja. Meine Platz zum nächsten Zug in Elmar. Okay. Oh, wir haben einen Desync. Kannst du entweder gleich rot auf das rote Symbol klicken, dann ja, mach das mal. So an Anfang der unten rechts auf dieses rote Desync-Symbol klicken. Oberhalb von Zug beenden, einfach aufklicken. Ja, ich weiß. Ich muss muss erstmal die ganzen Meldungen hier. Klickst einfach darauf. Genau das will ich vermeiden. Nein. Habe ich schon mehrfach. Okay, jetzt nochmal. Aber er macht jedes Mal das Fenster auf, die Meldung. So, jetzt. Okay, jetzt hat das. Genau, bestätigen. Okay. In der Lobby bleiben wir auch. Und drücken einfach wieder auf bereit. Alle ready? Dann ja, sind wir sofort zurück im Spiel. Und diesmal synchronisiert wieder. Mal gucken, ob es länger als eine Runde hält. Funktioniert. Genau. Zweifel ist. Irgendwer hatte sein WLAN-Kabel wieder rausgezogen. Irgendwas WLAN-Kabel gestolpert. Genau, das war. Solieren mit Alufolie ist ganz gut. Ja, die WLAN-Kabel sollte man gut verlegen, damit das nicht so passiert. Wo ist mein Aluhut? Sie spionieren genau, uns die aus. Aluhauben natürlich immer aufsetzen, klar. Ich werde mal ganz kurz meiner Sucht frönen gehen auf dem Balkon. Ich bin sofort wieder zurück. Jo. Ja, ist wieder soweit. Halbe Stunde rum. Circa. Oder sollen wir noch den Zug machen? Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, ja? Circa. Alles klar. Okay. Dann. Nee, ich würde sagen, das kommt ungefähr in einer halben Stunde, ja. Tschüss. Dann machen wir eine Pause. Dann ciao, bis zur nächsten Folge von Let's Play Together Endless Space 2. Man sieht sich.